Hallo, hier ist der Phönix. Ich möchte euch mal kurz zeigen, wie ich meine Ohrringe mache. Oder besser gesagt, wie ich sie fertigstelle. Ich habe dazu hier oben ein kleines Loch eingebohrt. Ich möchte dafür so einen Ohrhänger verwenden. Das ist jetzt ein ganz einfacher. Mein Problem daran ist eigentlich immer, dass wenn ich hier den Ring habe und das so einhänge, hängt mir das so am Kopf. So. Und das möchte ich nicht. Das muss ja so hängen. Also in dieser Richtung. Deswegen nehme ich diese Hänger und drehe die Öse einfach um. Das heißt, ich biege da die Öse so, dass sie quer zum Anhänger liegt. Jetzt kann ich ganz einfach mit diesem kleinen Ringelchen mein Schmuckstück, was ich gemacht habe, aufhängen und meinen Hänger dazu. Da muss man immer schauen, dass man da auch die richtige Seite nach vorne nimmt. Nicht, dass der Haken nach vorne zeigt, dann hängt es auch wieder falsch am Ohr. So, und jetzt, ohne viele Umstände, haben wir jetzt hier unseren fertigen Ohrring, der auch richtig am Kopf hängt. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.